Ja, Kasa, 4:0 Niederlage und damit das Aus in der zweiten Pokalrunde. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, schwierig für uns. Münster hat ziemlich gut rausbekommen, wo wir anfällig sind und mit was sie uns knacken können. Und ja, das haben sie in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Gehen dann in Führung, sogar mit 2:0. Und ja, dann kommen wir aus der Halbzeit raus, machen es, finde ich, besser. Aber auch dann durch einen unglücklichen Kopfball, mit der abgefälscht ist, geht Münster an 3:0 in Führung. Und ich habe selbst dann das Gefühl, dass es nicht ganz vorbei ist. Aber ja, auch die Kräfte schwinden dann irgendwann. Der Platz war sehr, sehr tief, ist anstrengend zu laufen. Und ja, ich würde sagen, dass wir in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr viel hergeschenkt haben vom Spiel. Jetzt war es gerade für dich als Stürmer ja auch ein relativ schwieriges Spiel. Du hast auch viel nach hinten mitgearbeitet. Umgekehrt hingst du vorne, glaube ich, ein bisschen in der Luft. Hast es nicht so viele Bälle, die wirklich zu dir kamen. Was muss da noch ein bisschen besser werden, dass wirklich die Angriffsreihe auch mehr eingebunden wird ins Spiel? Ja, ich glaube, das ist generell bei uns in dieser Saison so, dass man einfach viel nach hinten arbeitet und auch hinten erstmal Faktor 1 ist. Und auch die Prio, und da sind wir Stürmer schon drauf eingestellt. Das ist mein Hauptjob, erstmal mit nach hinten zu arbeiten, auch wenn mein Hauptjob ist, Tore zu schießen und vorne gefährlich zu sein. Aber das ist in der Liga genauso, und das ist auch heute nicht anders. Wir arbeiten erstmal viel nach hinten, und dann die Kraft nach vorne zu haben, ist das Minimum, was dann auch da sein muss, muss der Anspruch sein. Jetzt gab es ja heute trotzdem auch gute Nachrichten. Christian Pritsche und Timo Jantschak haben ihren Vertrag vorzeitig verlängert. Wie wurde das in der Mannschaft aufgenommen? Ja, mit ein paar lustigen Sprüchen, aber das ist auch generell die Stimmung bei uns in der Mannschaft. Also er sagt, wir müssen ihn, die noch verlängern oder lange bleiben, müssen ihn auch noch ein Jahr länger ertragen. Dann haben wir ihm gratuliert, und das war's. Also war jetzt nicht Riesenthema, aber alle haben sich gefreut. Jetzt gab es ja früh in der Saison die erste englische Woche. Es geht direkt weiter am Wochenende. Wie nehmt ihr als Spieler das auch auf, diese vielen Spiele in kurzer Zeit? Ja, erstmal geil, weil ich glaube, die Erschöpfung kommt später. Erstmal freust du dich, Flutlichtspiele auch unter der Woche zu spielen. Ich glaube, ein Spiel ist immer geiler als ein Training. Deswegen, also ich glaube, die Erschöpfung von so einem Spiel kommt erstmal hinterher, wo man dann denkt, oh, war vielleicht doch ein bisschen anstrengender als gedacht. Aber ja, jetzt freut man sich erstmal auch, wenn man jetzt hier natürlich verloren hat. Aber jetzt geht Sonntag weiter. Ich mag das, dass man nicht viel Zeit hat, bis aufs nächste Spiel zu gucken. Dass man sich schütteln muss, neues Spiel in Fokus rücken. Und jetzt gucken wir nach Gladbach und Sonntag. Auch wenn es natürlich ärgerlich ist, so ein Pokal aus, ist es auf der anderen Seite vielleicht auch ein Stück weit gut, dass ihr euch jetzt relativ lange voll und ganz auf die Liga fokussieren könnt? Ja, irgendwo schon. Also ich glaube, dass man hier in der zweiten Runde Münster bekommt, ist erstmal ein Brocken. Wenn man das in der vierten oder fünften Runde kriegt, können wir uns am Ende auch nichts davon kaufen, wenn wir hier 4:0 verlieren. Insofern hast du vielleicht recht, dass man sagt, jetzt hat man hier gegen Münster die Chance gehabt, wir haben es nicht geschafft, und jetzt kann man einen Haken an den Pokal machen. Aber ja, ist jetzt nicht, dass ich irgendwie ab der 70. Minute dachte, ach komm, das ist hier der Trostpreis. Also im Moment ärgert es mich schon extrem, dass wir verloren haben. Danke dir, Kasa. Ja, Christian, 0:4 in Münster, damit auch das Aus in der zweiten Runde des Westfalenpokals. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, ich glaube, dass das eine verdiente Niederlage ist, da braucht man nicht drüber zu reden. Preußen war heute die bessere Mannschaft, haben in den richtigen Momenten die Tore gemacht. Ich glaube, wenn das dritte Tor nicht fällt und wir die Chance von Casalino nutzen, wo er frei vorm Keeper steht und da zum Anschluss kommen können, dann kann hier heute noch mal was passieren, aber es ist dann auch hätte, wenn und aber. Wir sind ausgeschieden, wären gerne eine Runde weitergekommen. Es ist wieder ein Tag, wo ich viele Erkenntnisse mitnehme, 2-3 positive, 2-3 nicht so schöne, aber es sind eben Erkenntnisse, die uns in den nächsten Tagen und Wochen weiterhelfen werden. So eine Niederlage ist jetzt natürlich erstmal ärgerlich, aber kann man vielleicht auch ein bisschen sagen, jetzt ist es auch ein Stück weit gut, dass man sich jetzt voll und ganz und auch sehr lange auf die Liga konzentrieren kann? Verlieren ist scheiße, Punkt. Da kann ich jetzt nichts Gutes dran finden, und wenn wir weitergekommen wären und hätten weiterhin mal so ein cooles Spiel noch in der Woche gehabt, dann hätten wir das gerne angenommen. Haben wir jetzt nicht, und jetzt können wir anfangen, uns das positiv zu reden, aber so bin ich nicht. Also wir sind ausgeschieden. Ärgerlich und auch nicht das, was wir wollten. Und ja, jetzt werden wir uns auf die Liga konzentrieren, und das werden wir wirklich mit allem tun, was wir haben. Eine Sache, die wir nicht schönreden müssen, weil es ist eine tolle Nachricht. Timo Jantschak und du, ihr habt euren Vertrag vorzeitig verlängert. Was ist das für ein wichtiges Signal in vielleicht Zeiten, wo einige schon ein bisschen am Negativreden sind? Das weiß ich nicht, das muss jeder für sich selber beurteilen, ob das jetzt, wer da wie negativ redet. Wir sind von diesem Weg überzeugt, wir sind davon überzeugt, dass mit diesem Verein
auch in dieser Konstellation mit diesen finanziellen Mitteln trotzdem viel möglich ist, weil wir eben einiges anders machen als ganz, ganz viele um uns herum. Und das unterscheidet uns ein Stück weit. Und das ist auch etwas, wo man dann sagen muss, hey, das akzeptieren wir und sind mega froh, dass wir wirklich in der jetzigen Phase dann dieses Vertrauen ausgesprochen bekommen. Und ja, es ist ein Zeichen, dass der Verein aussendet, aber das finde ich natürlich mega cool und ich hoffe, dass wir damit auch wieder so ein bisschen Ruhe reinkriegen. Und wobei intern ist die ganze Zeit Ruhe und wird auch Ruhe weiter da bleiben, weil das kann gar nicht anders sein. So wie wir es angehen, so wie wir reden, so wie wir offen kommunizieren intern. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber die Ruhe, die wird bleiben. Und die das schlecht reden wollen, den kann ich nur sagen, da könnt ihr reden, wie ihr wollt. Wir lassen uns da nicht auseinander dividieren und das wird weiterhin dieser Weg so gegangen. Dafür stehen Timo, dafür stehe ich, dafür steht das ganze Trainerteam. Und wie man sieht, steht der Verein da auch ganz klar hinter. Von daher ein cooler Tag, was diese Sache angeht. Das Ergebnis und das Spiel selber sprechen dann auch für sich. Ich danke dir, Christian. Ja.